Als nächstes möchte ich Andreas Kellerhals bitten. Er ist Direktor des Bundesarchivs und wird uns einen Beitrag geben aus der Sicht des Bundesarchivs. Die Bedeutung von Open Government Data, bessere Beleuchtung der Vergangenheit zur nachhaltigen Erleuchtung der Gegenwart. Weil Open Government Data sagt, denkt ja nicht spontan an ein Archiv. Dass wir uns für diese Thematik interessieren, ist aber das Ergebnis unserer Entwicklung in den letzten 200 Jahren. Bei seiner Gründung 1798 war das Bundesarchiv eine Art Werbeagentur. Es sollte, so sein ursprünglicher Auftrag, Dokumente der Gerechtigkeit, der Humanität, des Edelmuts, der Treue und des schweizerischen Widersinns überliefern. Die guten Leistungen der helvetischen Regierung also dokumentieren. Dieses Verständnis hat sich bis 1997 deutlich gewandelt. Heute erfüllen wir, Zitat zur Botschaft, aus der Botschaft zum Archivierungsgesetz, ein wesentliches Anliegen jedes demokratischen Rechtsstaats, indem wir staatliches Handeln dokumentieren und so für alle Bürgerinnen und Bürger überprüfbar machen. Archivierung im Dienste der allgemeinen Überprüfbarkeit staatlichen Handelns, sei es durch Bürgerinnen und Bürger oder stellvertretend durch die Medien oder die Forschung, verbindet aus der Perspektive der Archive den Anspruch an Transparenz eng mit dem Prinzip der Verantwortlichkeit. Lassen Sie mich zuerst diese Verbindung des Zugangs zum Archivgut und des Zugangs zu aktuellen Verwaltungsunterlagen aufgreifen, bevor ich auf das Verhältnis von Transparenz und Verantwortlichkeit zurückkomme. Bei der Archivierung verändern sich zuerst einmal der Aufbewahrungsort und die Verantwortung für die Erhaltung von Informationen. Die Unterlagen bleiben aber, was sie von Anfang an waren, Verwaltungsunterlagen, Akten. Zugänglichkeit und effektiver Zugang zu Archivgut lässt sich folglich gut mit der Zugänglichkeit und den effektiven Zugangsmöglichkeiten zu Verwaltungsunterlagen vergleichen. Auch die methodisch-erkenntnistheoretischen Annäherungen an beide sind weitgehend übereinstimmend. Die Zugänglichkeit des Archivguts ist im Bundesgesetz über die Archivierung geregelt. Es besteht für alle ein Rechtsanspruch an unentgeltlichen Zugang zum Archivgut des Bundes unter Berücksichtigung geltender Schutzfristen zur Wahrung legitimer Schutzbedürfnisse. Die Gewährung des freien Zugangs ganz im Sinne der Open Government Data Idee ist somit Teil unseres Mandats. Archivierung als staatliche Funktion wird folgerichtig in der Rechtssystematik im Kapitel Grundrechte, Meinungs- und Informationsfreiheit verortet. Die absolut überwiegende Mehrheit des Archivguts kann auch frei eingesehen werden, wiederverwendet werden und weitergegeben werden. Das Archivgut im Bundesarchiv unterscheidet sich von den weitergegebenen und wiederverwendeten Unterlagen nur durch eine besondere Authentizitätsgarantie. Der effektive Zugang zum Archivgut und auch zu den aktuellen Verwaltungsunterlagen ist aber aus praktischen Gründen nicht ganz so trivial. Archivgut wie Verwaltungsunterlagen unterscheiden sich von Büchern beispielsweise dadurch, dass sie gerade nicht in sich abgeschlossene und folglich auch allein aus sich heraus zu verstehende Werte darstellen. Isolierte Dokumente sind nur schwer oder nur teilweise verständlich. Um Akten zu verstehen, muss der Bezug zum organisatorischen und rechtlichen Kontext, in dem sie entstanden sind, erhalten bleiben. Archivarbeit erfordert folglich oft zusätzlichen analytischen Aufwand oder in der Begrifflichkeit der Linguistik. Es braucht neben der semantischen und syntaktischen unabdingbar auch die pragmatische Analyse. Das bedeutet einerseits, dass schon die Frage, welches Archivgut für die Bearbeitung eines Themas von Bedeutung sei, nie klar zu beantworten ist. Die Antwort wäre immer schon ein erster interpretatorischer Schritt auf dem Weg der Erkenntnisfindung und sie muss deshalb letztlich von den Fragenden selbst beantwortet werden. Das bedeutet andererseits aber auch, dass das Archiv nur beschränkte bzw. klar definierte Hilfeleistungen bieten kann, wenn wir diese informationelle Autonomie der Archivbenutzerinnen und Benutzer respektieren
wollen. In Sachen Zugänglichkeit von Verwaltungsunterlagen besteht eine weitgehende Ähnlichkeit in der Normsetzung, welche auch ihren Ausdruck in der direkten Nachbarschaft des BGÖ zum Archivierungsgesetz in der Rechtssystematik findet. Es besteht seit 2006 innerhalb klar definierter Grenzen zum Schutz der Interessen der Eidgenossenschaft und von juristischen und natürlichen Personen ein Rechtsanspruch auf Einsicht in Verwaltungsunterlagen. Auch hier muss im konkreten Fall eine rechtliche Güterabwägung vorgenommen werden. Mit Blick auf den effektiven Zugang zu Verwaltungsunterlagen sind gemäß wissenschaftlicher Untersuchung und neueren Pressemeldungen zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips noch einige Schwächen festzustellen. Ein Schwachpunkt ist sicher das Fehlen einer Übersicht über potenziell einsehbare Unterlagen von Bundesstellen. Und damit komme ich zu unserer eigenen Tätigkeit. Wir sind daran, hier einen Beitrag zu leisten. Im Rahmen des Auftrags des Bundesrats an das Eidgenössische Departement des Innern, respektive das Bundesarchiv, einen sogenannten Single Point of Orientation, SPO, zu realisieren, entwickeln wir eine einfache Anwendung, welche Interessierten eine schnelle, klar strukturierte und vor allem selbstständig zu nutzende Übersicht über möglicherweise nutzbare Unterlagen des Bundes verschafft. Diese soll Unterlagen einschließen, die heute entstehen, wie auch solche, die gestern entstanden sind oder die sich bereits im Archiv befinden. Wir wollen also dabei unsere Erfahrungen zur guten Beleuchtung der Vergangenheit nutzen, um auch die Erleuchtung der Gegenwart zu fördern. Dieser SPO dient einzig der Orientierung und respektiert selbstverständlich die gesetzlich definierten Ausnahmefälle vom Öffentlichkeitsprinzip wie auch die bestehende Zuständigkeit bei der Einsichtsgewährung. Aufbauend auf den Informationen aus den elektronischen Geschäftsverwaltungsanwendungen soll der SPO eine pragmatische Realisierung des im Kontext des BGÖ immer wieder geforderten Registers von Dokumenten bieten. Mit der doppelten Nutzung von Geber-Systemen als verwaltungsinternen Arbeitsinstrumenten wird hier auch dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsführung Rechnung getragen und gleichzeitig verwaltungsextern ein enormes Potenzial auch für wirtschaftliche Nutzung von Government Data erschlossen. Als Retrieval-Instrument wird der Single Point of Orientation die Suchresultate nicht einfach auflisten, sondern in einer juristischen Zuständigkeitsordnung und verwaltungstechnischen Organisationsordnung verorten. Diese Strukturierung erlaubt es, lange Trefferlisten durch kompetenzbezogene und institutionelle Ordnung sinnstiftend und nachvollziehbar zu präsentieren. Der SPO bleibt allerdings nur eine einfache erste Hilfe. Die Auswahl von Informationen, in welche Einsicht begehrt werden soll, hängt vom Erkenntnisinteresse der Suchenden ab. Die Suchergebnisse bieten nicht nur Antworten, sondern können auch in einem heuristischen Zirkel zu neuen Fragen führen. Die erste Hilfe unterstützt dieses Suchen und erleichtert die möglichst präzise Gesuchsformulierung. Und damit komme ich zurück zur Verbindung zwischen Transparenz und dem Prinzip der Verantwortung. Aus dem Recht auf Transparenz, dem Recht auf Einsicht, lässt sich keine Pflicht zur dauerhaften Erhaltung von Verwaltungsunterlagen ableiten. Archivierung ist immer Selektion und Beschränkung der Überlieferung. Eine Totalüberlieferung, eine umfassende Dokumentation unserer Zeit, würde sowohl die Behörden, Stichwort Verwaltungsökonomie, als auch die Interessierten, Stichwort Ökonomie der Aufmerksamkeit, überfordern. Was für eine dauerhafte Überlieferung ausgewählt wird, lässt sich aus dem Prinzip der Verantwortung ableiten. Staatliche Eingriffe in Grundrechtsbereiche, Entscheidungen von großer sozialer Reichweite mit langfristigen zeitlichen oder weitreichenden räumlichen Konsequenzen müssen auch für die Nachwelt transparent dokumentiert bleiben. Allerdings würden wir dann in dieser Optik die Idee der Open Government Data gerne etwas erweitern, nämlich auf eine Dokumentation von weitreichenden Entscheidungen in weiteren Bereichen, sozusagen auf Non-Government Data, sei es aus der Privatwirtschaft, der Wissenschaft,
von NGOs oder NPOs, deren Erhaltung im Zeichen ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Verantwortung ernsthaft zu prüfen wäre. Und damit zum Schluss. Es bleibt hier sicher noch einiges zu diskutieren. Was den Bund anbelangt, so stelle ich zusammenfassend immerhin fest, dass rechtliche Grundlagen für eine weitgehende Transparenz bestehen, die Verfahren für die Güterabwägung zwischen Offenheit und Geheimnisschutz grundsätzlich bestimmt sind und ein methodisches Instrumentarium für die Informationsbeschaffung sich im Aufbau befindet. Wir sind unterwegs, aber noch nicht am Ziel. Als Orientierungspunkt für die weiteren Arbeiten dient uns dabei ein Ideal. Demokratie und E-Demokratie fußen auf Partizipation und E-Partizipation. Unsere Arbeit soll staatspolitisch interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, nicht zwingend nur Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, sondern allen an den Belangen des Gemeinwesens Interessierten eine Möglichkeit bieten, sich selbstständig über unterschiedlichste Themen zuverlässig informieren zu können. Diese informationell selbstverantwortlichen Bürgerinnen und Bürger wollen nicht einfach nur informiert werden. Sie wollen sich eben selber informieren. Sie wollen selber entscheiden, welche Informationen für sie und ihre Informationsbedürfnisse, ihre Neugier und ihre Erkenntnisabsichten entscheidend sind. Es wird nicht mehr genügen, alle Interessierten mit den notwendigen Informationen auf den richtigen Kanälen in angemessener Form zu beliefern, was etwa das Credo von Verwaltungen und ihren Informationsdiensten sein könnte oder war. Diesem Wunsch nach informationeller Selbstständigkeit steht meines Erachtens nicht im Wege. Dieser konfrontiert aber zwangsläufig die Interessierten mit der Tatsache, dass der Zugang zu Behördeninformationen nicht so automatisch und intuitiv möglich ist wie die Suche im Netz der Netze bei Google, deren Resultate von weitgehender Intransparenz geprägt sind. Was wir mit dem SPO versuchen, soll die instrumentelle Einfachheit mit der effektiven Komplexität der Verwaltungsrealität in Ausgleich bringen. Wir bemühen uns dabei, sowohl den Suchraum als auch die Ordnungskriterien transparent zu erklären und den Suchenden ihre Autonomie auch gegenüber dem Instrument zu sichern. Die Suchergebnisse werden wegen der Komplexität der Sachverhalte und der bürokratischen, strukturellen und prozessualen Organisation sowie der entsprechenden Strukturierung der verfügbaren Informationen immer interpretationsoffen und auch immer umstritten sein. Das nimmt die Interessierten ebenfalls in die Pflicht, in eine Sorgfaltspflicht. Und dies alles bewegt uns, die Open Government Data Idee so weit wie möglich tatkräftig zu unterstützen. Was eine neue Transparenz auslösen wird, mag ungewiss sein. Wir haben aber Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger und hoffen, dass die Offenheit der Verwaltung auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung stärken wird. Danke. Vielen Dank für den Beitrag. Wir haben eigentlich keine Zeit, aber trotzdem, falls eine brennende Frage auf der Zunge liegt, bitte. Ich hätte eine Frage. Ihr ist das Einscannen von Bundesdokumenten, Bundesblatt und so weiter, das finde ich sehr nützlich. Meine Frage, wie geht es weiter? Wie sind die Kriterien, weitere digitale Scanner zur Verfügung zu stellen? Also im Sinne davon, dass wir möglichst viel online zugänglich machen möchten, werden wir hier weitere Anstrengungen unternehmen, die wie immer beim Bund primär durch die Finanzen limitiert sind. Wir orientieren uns nach der konkreten Nachfrage, namentlich aus der Wissenschaft, also etwas größere Anfragen auf uns zukommen, werden das Schritt um Schritt vorantreiben. Wir wissen auch, dass ein kleiner Teil des Archivguts ausreicht, um viele Fragen, die an uns herangetragen werden, zu beantworten und uns auf das konzentrieren, aber schrittweise den Bestand an digitalen und verfügbaren Unterlagen ausbauen. Vielen Dank. Sie sind den ganzen Tag noch da, nehme ich an, von dem her stehen Sie zu Fragen zur Verfügung. Auch nächste Woche.